Hi, Home Amigos und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und zwar heute 7 Days to Die auf meinem Nitrado Server. Eigentlich wollte ich jetzt eine Runde farmen gehen und dann sehe ich, heute ist gut und ich bin allein auf dem Server. Bedeutet, ich kann meine Mini Base testen. Also da unten ist meine große Base. Die zeige ich euch dann noch, weil die schaut aus wie so ein Gefängniskomplex. Aber ich dachte halt, ja, ich baue hier einen zum Turm. Ihr seht schon, der ist echt massiv. 3 Blöcke Wand stark, manchmal auch 4. Hier viele Stacheln. Und die Mitspieler auf dem Server haben halt gesagt, jo, wenn die Zombies kommen, die graben dir einfach den Berg weg. Und der Turm stürzt ein. Ja, ich will den Blutmond mit dieser Base nur überleben. Und echt nur für den Notfall, ne? Dass wenn halt. Ja, wenn halt die Situation kommt, dass ich allein auf dem Server bin, dass ich nicht zu meinen Jungs kann, die was Fallen haben und hin und her und bibabo, sondern einfach nur, ja, einfach die Chance haben, erstens, dass meine Base nicht zerstört wird und zweitens, einfach überleben. Irgendwie überleben. Ich habe jetzt viel Munition mit. Wir laden alles nach und dann, ich dachte mir jetzt, ich starte ein Video, es ist bei mir mitten am Morgen, wo ich nochmal einfach gemütlich ein bisschen farmen gehe, ein bisschen was bauen, was halt im Stream eher langweilig ist. Und dann sehe ich, hat 99 EO, das heißt, wir haben einen fetten Blutmond. Ihr seht auch schon, es färbt sich alles rot und in genau 40 Minuten Ingame-Zeit geht der Blutmond los. Bedeutet, wir reparieren noch einmal die Waffe. Ich habe jetzt alles, was ich noch unbedingt bei mir brauche, in der Base unten gelassen. Und ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß echt nicht, was mich erwartet, aber wir werden es gleich erleben. Eine Option wäre natürlich auch, einfach offline zu gehen. Aber ich will ja auch schauen, ob das wirklich so ist, wie die Jungs sagen, dass mein Turm keine Chance hat, wie danach der Berg ausschaut. Da bin ich jetzt gespannt. Leute, da bin ich jetzt gespannt. Wir gehen rein und testen mal, was Phase ist. Es gibt hier keine Fallen, es gibt hier, also außer halt die Spitzen, ne? Es gibt hier keine Turrets oder sonst was. Es ist einfach nur ein Rückzugsboot, um ein bisschen meines Erachtens nach safe zu sein für den Blutmond. Aber was genau dabei rauskommt, sehen wir jetzt gleich in Ingame-Zeit 20 Minuten. Okay, Blutmond hat gestartet, Leute. Ersten Vögel kommen. Ersten 10 Minuten vom Blutmond überlebt. Ich frage mich halt echt, ob die jetzt da unten den Berg weggraben, ne? Ich frage mich halt echt, ob die jetzt da unten dabei sind, den Berg wegzugraben. Da unten ist viel grün. Nein, echt unten auf dem Berg. Schau mal, die graben echt unten im Berg rein. Okay, also ich sag mal, soweit gut. Soweit so gut. Ich bin gespannt, wie gut die graben können. Also mein Plan wäre gewesen, ja, was nicht zu mir kommt, kommt nicht zu mir. Aber wenn die echt graben können, dass sie sich in den Berg reingraben, dann kann es lustig werden. Schau mal, da wandern jetzt die ersten raus. Da habe ich gerade einen gesehen. Aber die kommen halt nicht so weit, weil es verdammt steil ist hier rauf. Es ist verdammt steil. Okay, erste Stunde vom Blutmond, fast um. Es könnte jetzt gleich sein, dass der komplette Turm komplett einstürzt. Das könnte passieren. Mit dem roten Nebel siehst du aber auch nichts, ne? Ob da jetzt etwas schon unten ist bei der Treppe oder sonst was. Schau mal da unten, was da los ist. Die sind alle fett am Graben da unten. Die sind alle fett am Graben da unten. Machen wir einen neuen Turm, das Ding ist das. Wir können auch mal probieren, ein bisschen runter zu gehen. Mal schauen, ob die vielleicht schon da sind. Das ist ziemlich weit. Hier ist einfach Natur.
Und wo? Und wo hat der jetzt reingekotzt? Was, sie sind auf die Höhe? Schau mal, da hinten bricht's. Da hinten habe ich jetzt einen Holzfetzen gesehen. Wir werden jetzt hier mal eine Leiter wegnehmen, dass wenn die kommen, dass die nicht draufklettern können. Leiter kann man easy ersetzen. Wenn die jetzt da unten reinkommen und alle darauf wollen, dann kann ich von oben easy cheesy reinrauchen. Das war jetzt nicht der Plan. Wo sind meine Leitern? Oh oh. Oh oh. Ah, da sind die Blöcke. Go, 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 go. Jetzt bin ich angespannt, nervös ist da. Alter, ich bin echt nervös. Oh, ich bin wieder oben. Ich bin wieder oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, ich habe jetzt echt einen Puls von 180, du. Hau doch ab, ich dachte jetzt, ich stehe da unten im Loch und komme nicht mehr weg. Das wäre eine belastende Situation gewesen. Ja, sollen sie reingraben? Sollen sie reingraben? Ich warte hier auf sie. Frage ist, komme ich noch auf? Ich komme rauf. Boah, Alter, ey, ich bin echt am Zittern. Ich dachte jetzt, okay, die kommen jetzt rein und jetzt werde ich geschlachtet. Alter, ich habe jetzt echt einen Puls von 180. Das kannst du niemandem antun. Schau, da unten gräbt einer. Weg mit dir. Du Sau. Boah, alter Falter. Alter Falter. Ah, der muss ganz in der Nähe gewesen sein. Der hat mich angespuckt. Das heißt, der muss in der Nähe sein. Er kann nicht ewig weit durch Stein durchspucken. Also sie müssten eigentlich schon fast in den Gang drin sein. Weil da sind sie im Graben. Also sie wollen schon raufkommen, ne? Schlauer wäre halt einfach gewesen, ein bisschen Holz mitzunehmen, dass ich auch Blöcke ersetzen kann oder mich zubauen kann irgendwo. Aber A, ich hatte kein Holz mehr, weil ich alles verbastelt habe, und B, hätte ich gar nicht dran gedacht. Das ging so schnell, ich bin auf den Server gekommen, oh ja, ich mache eine Quest. Easy cheesy, so gemütlich, oder? Und dann auf einmal denke ich mir, 199? Schau ich mal den Zettel, ja, heute ist ja Blutmond. Und dann dachte ich mir einfach so, okay, scheiße. Scheiße. Dann habe ich mir gedacht, jetzt schmeiße ich die Aufnahme an. So, hier der Blutmond. Es schaut schon heftig aus. Also, Leute, das Spiel, es ist alt, aber es fetzt mich. Es fetzt mich so hart. Es hat mich so gefesselt. Ich komme von den Gegnern nicht mehr weg. Ich wollte schon lange wieder mal Icarus oder Alk oder was der Kuckuck war spielen. Ich komme einfach nicht mehr weg. Ich bin nur noch beim 7 Days suchen. Der hätte eine Tasche mit. Der hätte eine Tasche mit gehabt. Das ist immer so geil, wenn man Blutmond machen mit den Jungs. Danach die Loot-Geilheit. Die alle gleich absolut so die Loot-Gear, dass jeder meistmöglich viele Taschen abgreift. So, 8 Minuten noch. Ingame-Zeit. Blutmond. Das heißt, er ist gleich vorbei. Wir haben bis jetzt den Blutmond überlebt. Die Frage ist echt nur, wie sieht es da unten aus? Wo sind die ganzen Zombies? Wenn ich jetzt da runtergehe, überrennen die mich? Oder habe ich irgendwie eine Chance, bis zur Base zu kommen und da vielleicht noch einen Teil wegzurauchen? Weil bei der Base habe ich auch Türme, das seht ihr jetzt gleich. So, Blutmond ist vorbei. Es kommt wieder Tag, schau.
Da unten ist meine Base. Jetzt seht ihr meine Base. Und da hinten ist noch eine Garage, die ist jetzt nicht zu sehen, aber okay. Die müssten jetzt alle in einem Tunnel drin sein. Wir probieren es. Wir gehen runter, Leute. Geladen ist. Energy ist full. Bin zu angespannt. Da ist zu. Ich habe nicht mal einen Bohrer mit, ich habe nur eine Schaufel mit. Da haben sie reingegraben. Wo einer ist, können mehrere sein. Die haben sie recht durchgegraben. Wie ist der da durchgekommen? Der ist ja durchgebrochen, oder? Okay, die haben sich auf jeden Fall durchgegraben. Hier unten schaut's gut aus. Hier unten schaut's gut aus. Ich glaube, bis zur Base sind wir safe, oder? Ich bin jetzt gespannt, wenn wir oben raufkommen, ob die ganzen Zombies zur Base laufen. Oder ob die despawned sind, oder ich habe keine Ahnung, Leute. So, hier kommen wir zum... Also, der Gang ist noch nicht natürlich schön, der ist einfach nur zwecksdienlich. Hier ist meine Garage. Unten habe ich die ganzen Fahrzeuge und alles. Hier ist praktisch mein Unterschlupf und da oben ist meine Base. Hier ist nichts. Gehen wir mal auf die Mauer, Luki Luki. Da oben stehen ein paar. Wir müssen rüber und schauen. Seht ihr, da oben ist der Turm, da ist die Base und da vorne ist die Garage, was ich gerade gesagt habe. Da haben wir eine kleine Falle, falls jemand kommt. Aber ist eh nicht mehr gekommen. Und da haben wir einen fetten Tunnel, den haben wir zusammen gemacht. Und da haben wir uns runtergegraben zur Hauptstraße. Dann müssen jetzt schauen, wo sind die rein. Hier. Hier haben sie reingegraben. Der Loot ist nichts Besonderes. Leute, we made it. Es hat funktioniert. Ah, da oben haben sie auch nochmal reingegraben. Also hier haben sie es probiert. Ganz massiv und sind auch ein Stück gekommen. Und da ist dann der kleine Scheiße durch, was wir gesehen haben, ne? Das war hier. Okay, kann man machen. Und da oben haben sie auch massiv reingegraben. Aber sind sie auch nicht weit gekommen. Vielleicht gebückt. Aber Blutmond, zumindest einen ersten Blutmond, haben wir geschafft. Wenn wir die Löcher jetzt füllen mit Beton und dann noch mit außen mit Erde verkleiden, seht ihr, wir kommen ja rauf, ne? Wir kommen rauf, die Zombies nicht, die können ja so gut springen. Das passt, jetzt wäre noch interessant, war auf dieser Seite auch noch was? Ich glaube eher nicht, oder? Da wurde gegraben. Da wurde ein bisschen gegraben, aber Mini-Fuzzi, ganz wenig. Hier im Tunnel. Eben, das ist der Tunnel, was wir gebaut haben. Alter, wir haben den Blutmond überlebt, sind nicht gestorben. Der Turm funktioniert. Wir müssten innen drin den Korpus, wo die Leiter durchgeht, auch mit 3x3x3x3 Betonwänden versehen. Da haben sie auch probiert reinzugraben. Schau mal.
Da haben sie auch probiert reinzugraben. Wir müssen den Kopus, wo die Leiter durchgeht, verstärken. Dann kann der schon nicht mal zusammenbrechen. Und dann kannst du da oben auf jeden Fall ausharren. Zumindest krepierst du nicht. Okay, Leute. Boah, war eine krasse Aktion. War echt eine heftige Aktion. Ihr wollt ja auch natürlich auch die Base zeigen. Also das ist so eher gefängnismäßig. Hier hinten ist die Garageneinfahrt. Mit der Sari-Schrift unten auf dem Tunnel genauso. Und hier die Base. Da kommt noch so ein kleiner Hubschrauberlandeplatz rein. Da kommen... hier will ich so einen Hubschrauberlandeplatz machen. Es gibt ja diesen Hubschrauber hinten, will ich Gemüsebeete machen. Und hier noch so ein Aufbau praktisch, dass der Abgang gesaved ist. Und noch ein paar Kisten und so weiter Platz. Ne? Eine schöne Treppe da irgendwo hin, dass man auf die Mauer kommt. Aktuell eher noch provisorisch. Aber man kann halt auch einfach auf jeden Turm raufgehen und sagen, okay, man kann auch von hier die Base verteidigen. Wobei beim Blutmond die Base, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Da ist mir lieber der Wachturm da oben, wo du einfach safer bist. Ne? Geil. Fetzt. Hat mir gefallen. Hat Spaß gemacht. War Nervenkitzel, war aufreibend. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen unterhalten. Hui. Und jo, wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Es war mir eine Ehre. Havi, Dere. Ciao, ciao und macht's gut.